Ja, wir haben am Anfang sicher Mühe gehabt, unseren Tritt zu finden. Wir hatten viele Spiele mit wenig Scheibenbesitz. Das ist eigentlich genau das Gegenteil von dem, was wir wollen. Wir sind sicher in jedem Match haben wir mehr Schüsse gegen uns gehabt als für uns. In den letzten Spielen war es viel besser gewesen. Ich hoffe, wir können dort nachknüpfen. Weil die Matches, die wir vorher gesehen haben, das sind eigentlich nicht die Matches, die wir gesehen haben. Und das ist auch nicht das Hockey, das wir spielen. Jetzt haben wir erst kürzlich den Henrik Hapala verpflichtet und jetzt fällt der Jani Lajunen aus für einen Monat. In dieser Situation, die man aktuell ist, wird man sich Gedanken machen, einen weiteren Ausländer zu verpflichten? Ja, nein, einen weiteren Ausländer zu verpflichten jetzt schon. Und am Schluss 6 zu haben und das müssen jetzt handeln, das ist wahrscheinlich der Nachteil langfristig grösser als der Vorteil. Also, wir haben gesagt, wir beobachten jetzt den Linus ein bisschen, gestern, heute, morgen. Wir sind eigentlich zuversichtlich, dass er am Wochenende einsatzfähig ist. Und dann erübrigt sich hoffentlich das Thema. Auch wenn der Linus sicher eine andere Position spielt, ein anderer Spielertyp ist, bei uns viel auf den Jani ausgerichtet ist, muss halt der Max jetzt vom Flügel wieder auf den Zentrum ausweichen und auf dem Flügel aus einer anderen Zecke. Aber es ist nicht so, dass man jetzt morgen den 6. Ausländer präsentiert. Das ist nicht das Moment.